Zum ersten Mal in dieser Skitourensaison sind wir im Afas. Genauer in Pürth, 5 Kilometer vor Juf, der letzten Ortschaft in diesem einzigartigen Hochtal. Mit 2 Autos reisen wir Corona-gerecht an, auch wenn das ökonomisch und ökologisch nicht so sinnvoll ist. Der Aufstieg zu unserem Ziel, dem 2797 Meter hohen Klin Hüreli, beginnt mit einer Abfahrt. 40 Meter geht es abwärts zum Afas rein und dort über die Brücke. 900 Höhenmeter trennen uns von hier vom Gipfel. Das Gebiet erfreut sich heute sehr großer Beliebtheit. Glücklicherweise steht neben dem Klin Hüreli noch das 17 Meter kleinere Großhorn zur Auswahl und die meisten entscheiden sich für das Großhorn. Schon bald sind wir so weit aufgestiegen, dass wir das ganze bewohnte, auf über 2000 Meter Höhe liegende hintere Aferstal überblicken können. Die Perspektive täuscht. Rechts das Großhorn und in der Bildmitte das leicht höhere Klin Hüreli. Jetzt stimmt die Perspektive wieder und zum Gipfel ist es nicht mehr weit. Noch ein paar Schritte und wir sind oben. Felle abziehen, einen Schluck Tee trinken, etwas essen. Und am wichtigsten, das Ereignis für die Nachwelt festhalten, bevor wir den erstaunlich guten Pulver genießen. Wir hätten nicht gedacht, dass der Schnee trotz der Föhnstürme seit dem letzten Schneefall so perfekt ist. Das war es für heute und wir freuen uns schon auf die nächste Skitour.